Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr seht es, ich bin heute nicht alleine. Ich habe Özlem mit dabei und ihr habt euch so sehr darüber gefreut, dass sie wieder hier bei mir ist und wir wundervolle Videos für euch drehen. Ich freue mich auch, dass du heute mit dabei bist. Moin Diggis, was geht ab? Und wir haben tatsächlich auch für Özlems Kanal schon ein Video gedreht. Dort haben wir uns ja blind gedreht und es war. Eine heftige Challenge. Es war wild. Also schaut gerne nach diesem Video auf Özlems Kanal vorbei. Lasst dort ein bisschen Liebe da. Und genauso wie in Ihrem Video könnt ihr auch in diesem Video was gewinnen. Ihr kennt das Prinzip. Hier sind wieder ein paar Emojis versteckt. Dieser hier zählt noch nicht. Zählt die Emojis, schreibt die Anzahl in die Kommentare und wie ich euch erreichen kann. Und dann gibt es bei mir und bei ihr jeweils ein XXL-Maker-Paket. Und wir wollen heute eine Challenge für uns gegenseitig schminken. Wir haben ja unsere eigenen liebsten Produkte und wir werden die Produkte des jeweils anderen am liebsten benutzen. Ich bin super gespannt, was du dabei hast. Ich bin auch gespannt darauf, deine Favoriten zu testen und ihr werdet da bestimmt richtig tolle Produkte kennenlernen, weil ich glaube, da sind einige richtig tolle Empfehlungen dabei. Ich habe halt immer Angst, weil bei mir ist das Make-up im Alltag nicht so nice, aber in der Kamera funktionieren die Produkte genauso, wie ich sie benutze und ich habe Angst, dass das dann am Ende nicht so funktioniert wie bei mir vielleicht. Aber wir werden es herausfinden. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Jeder hat von uns eine Kiste mit Make-up des jeweils anderen bekommen. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist ganz wichtig, dass ich darauf achten muss? Oder einfach raufhauen? Einfach raufhauen. Also, Okay. ich finde, ein gutes Produkt funktioniert auch. Es muss bei jedem funktionieren, Ja. weißt du? Ich mag kein Hokuspokus. Man muss auch dreimal schütteln und dies und nee, mag ich nicht. Es soll bei allen funktionieren, dann ist es gut. Okay, ich bin gespannt. Ich schau mal, was du mir hier reingepackt hast. Ich sehe hier tatsächlich schon Primer. Den mag ich tatsächlich super gerne. Den Tensational von Catrice. Einer der besten Ja. Primer, die ich kenne. Also besser als viele High-End-Primer. Tolles Ding. Außer man hat sehr, sehr helle Haut. Dann klappt er nicht so gut. Aber er hat auch so einen leicht rosa Touch, sodass man frisch aussieht. Ich habe hier den Radiant Plumping Serum Primer von Nabla. Kenne ich gar Der nicht. ist heute rausgekommen, Ah, als wir das okay. Video gedreht haben. Ich habe den jetzt schon seit ein paar Wochen und ich liebe den. Der ist Der richtig, sieht richtig gut. interessant aus. Der gibt nämlich so ein bisschen Glow und ein bisschen Feuchtigkeit. Das macht der ja hier auch. Aber der hat noch alles andere mit drin. Pore Minimizing, Priming, Hydrating, Anti-Falten, natürlicher Glow. Ich dachte erst, als ich das gesagt habe, so 10 Gründe, damit man dich kauft, Bruder, laber nicht. Aber dann habe ich gemerkt, Wirklich, es ja? stimmt, krass. Gibt es den noch oder ist der? Ich glaube, der ist Ne, aus den dem gibt. Sortiment. Ja, den Ich dachte, der gibt. ist aus dem Sortiment gegangen. Wie viel Primer nimmst du immer? Ich habe zwei Pumpstöße Ich genommen, nehme reicht, ne? viel Primer. Aber du hast. Genau. Also der ist halt sehr ergiebig. Jetzt kannst du ruhig noch einen nehmen. Man weiß nie. Aber auch interessant, dass du es jetzt mit Pinsel aufträgst, ne? Ja, ich habe mittlerweile gelernt, glaube ich, dass ich mit einem Pinsel das so ein bisschen besser in die Haut einarbeiten kann, wenn der ein bisschen dickflüssiger ist. Der ist ganz, ganz flüssig. Der von Catrice ist so ein bisschen fester. Wundert euch nicht, ich bin nicht so ein Feintypi. Ich mache das so wie so ein Ochse. Aber das kennen wir, ich sehe genauso Ich aus. bin immer Aber so bam, bam, schminken bam. ist immer Katastrophe. Concealer. Genau, da habe ich zwei mit drin. Wo ist der Der zweite? Anastasia Ach müsste da so, ach, tatsächlich ja moin. rumfliegen. Ich habe ihn auch. Anastasia und Essence. Ja, ich nehme tatsächlich immer erst den dunklen und dann den helleren oben rüber, um so einen Brightening-Effekt zu haben. Du fängst aber immer erst mit Concealer an und dann Foundation, ne? Ja. Okay, das mache ich zum Beispiel ganz anders. Ich nehme hier die MAC Studio Fix Foundation. Die Waterweight Foundation, sehr gut bei trockener Haut. Habe ich seit Jahren nicht mehr benutzt. MAC war damals die erste, die ich benutzt habe. Aber ja, die sieht gar nicht so schlecht auf der Haut aus. Die ist so ein bisschen flüssiger. Und das Ja. Schöne ist, wir sind farblich, sind wir halt auch sehr, sehr Ja, ähnlich. das ist halt Du echt warst unser jetzt gerade Glück. im Urlaub, aber. Glaubst du, meine Foundations passen noch? Das war der größte Horror, warum ich oft nicht in die Sonne gehe. Ich mag keine Sonne und ich mag keine Menschen, meistens. Aber ich dachte mir, wenn ich irgendwie braun werde, werden alle meine Foundations nicht mehr passen. Ist dann auch so gekommen. Sie sehen aus wie ein Geist bei mir. Ja, da muss man dann tatsächlich immer so ein bisschen gucken, dass das dann passt. Wobei ich habe hier einen Concealer von NYX in Camel und da mache ich einen Tropfen mit rein und dann passt das. Das ist richtig, richtig krass. Aber kann man gut aufbauen. Aber guck mal, ich benutze jetzt dieses Camouflage-Concealer-Ding auch erstmal nur außen, weil ich habe mit dem Matt-Concealer von Essence die Erfahrung gehabt, dass er bei mir schnell in die Fältchen Das kriecht, stimmt, ne? das stimmt. Die sind nicht mehr so innovativ, weißt du? Das ist halt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die sind lange Ein bisschen Zeit, stehen ja, geblieben. stehen geblieben. Das hatte ich So. auch gedacht, eine ganze Zeit lang. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass sie jetzt wieder kommen. Zum Beispiel die Mascara, Ja. die sie da jetzt rausgebracht haben, die ist ja, dachten, so ein bisschen jünger wieder Ja, angepasst. ja. Also vom Marketing auch. Okay, Foundation sieht gut aus.
Beim Concealer bin ich gespannt. Nimmst du erst den Water Concealer oder erst den Löscher? Erst den Löscher und dann den Water Concealer. Okay. Ich habe tatsächlich meinen eigenen Löscher jetzt hier mitgenommen. Es geht schon in die Muskelpartien, Spiegel die ganze Zeit zu halten. Ne? Ich merke das schon am Oberarm, muss ich sagen. Ja. Deswegen, ich habe ja auch eigentlich immer hier den Spiegel dann stehen. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn wir hier zu zweit sitzen und die Kamera ein bisschen weiter aus ist. Ich muss sagen, ich mag den Concealer gar nicht. Echt? Ich hasse den. Boah, das ist für mich einer der besten aus der Drogerie. Warum? Was gefällt dir? Ich habe halt auch immer die Farbe 05 Brightener. Das ist so ein Rosé. Er kriegt dich in die Fältchen. Er hat eine gute Deckkraft. Er lässt sich gut verblenden. Er passt mit fast allen Sachen zusammen. Hm. Also für mich ist das einer der besten tatsächlich. Mir hat zu wenig Deckkraft. Du siehst es, der Anastasia ist richtig pastig, ne? Ja, das merke ich. Aber ich mag halt auch dieses... Bei mir ist ja schon fast Drag. Krass, also ich merke das an deinen Concealern schon, von der Deckkraft, dass sie bei mir, merkst du das? Mhm, die sind sehr, sehr stark von der Formulierung. Aber du hast auch eine recht trockene Haut unter den Augen. Ja. Forever Skin Glow von Dior ist deine Favorite Foundation? Absolut, aus dem High-End-Bereich, ja. Gibt nichts Schöneres. Habe ich aber auch. Und die passt halt auch bei mir farblich immer. Mhm. Ich weiß immer, welche Farbe ich habe. Im Sommer die 3N und im Winter die 2N. Das ist eine schöne Foundation. Und die spendet halt auch super viel Feuchtigkeit. Und das ist halt jetzt das, was ich bei dem Concealer habe. Es hat halt nur hell gemacht, aber nicht abgedeckt. Mm, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht, weil du auch andere Augenringe hast als ich, weißt du? Ja, ja, das kann sein. Ich glaube, deine sind so eher bläulich und meine sind so... Dunkel, ne? Ja. Aber das ist krass. Von okay, ich bin richtig dumm. Das solltest du vor dem Concealer benutzen. Das habe ich jetzt vergessen. Ist nicht so leid. Weil ich tatsächlich oft einen rosa Concealer... drüber benutze. Ich wusste gar nicht, dass Benefit sowas hat. Ja, die sind, der ist pastig, aber Feuchtigkeit spenden so ein bisschen. Lieb ich. Okay. Und das ist aber so etwas, sowas brauche ich halt, um mein Lila so ein bisschen auszucanceln. Mm. Ja, seht ihr, und jetzt ist das sofort weg. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja. So, ihr könnt uns gerne mal eure liebsten Produkte in die Kommentare schreiben, die wir euch empfohlen haben. Vielleicht sind es ja tatsächlich auch wirklich jetzt hier beispielsweise die Studio Foundation oder... Die Kontopalette ist aber nicht sehr gespannt. Oft hat Drogerie für mich Sachen, die genauso gut sind wie im High-End-Bereich. Ja, absolut. Teilweise mittlerweile sogar ja. Besser. Also es muss nicht immer teuer sein. Manchmal lohnt es sich schon, merke ich schon Unterschiede. Aber gerade bei vielen Produkten aus der Drogerie, sage ich, die sind Hammer. Ja. Da muss man keinen teuren Schickimicki-Kram haben. Das verstehe ich. Also da bin ich auch. Ich habe auch probiert, wirklich dir ein paar Drogeriefavoriten von mir mit reinzupacken. So ein paar Produkte, finde ich, da macht es doch schon immer einen Unterschied. Ist es High-End oder ist es Drogerie? Aber ja. So viel dann auch nicht. Und ich kann jetzt dieses transparente Puder beim ganzen Gesicht verwenden? Das ist rosa. Ist das schlimm? Glaubst du, ich mache das immer unter meine Augen, welke damit. Erst nehme ich ein bisschen... Gehe nur ganz leicht drüber und dann nehme ich richtig, richtig Fettpuder und bake mein ganzes Gesicht. Krass. Was ist dein Puder? Settest du der Make-up? Hier. Das ist das. Okay. Das Catrice 5-in-1 Setting Powder. Ich meine, dass das... Nee, das war das Transparente. Catrice haut heftige Sachen raus, ne? Damit gehst du einfach rüber? Ich bin jetzt ganz leicht aber reingegangen, ne? Ich mache ganz leicht nur ganz bisschen, damit du mein... So, wie du denkst. Damit die Oberschicht so trocken ist für die Puderprodukte und so gleich. Krass. Aber seht ihr, da ist auch schon der direkte Unterschied, dass mir das zum Beispiel im Alltag nicht reichen würde, weil mir das dann zu glowy wird. Oh, ich bin mittlerweile so, doch. Es muss nicht mehr so krass und viel sein und ich schmink mich auch oft gar nicht mehr, weißt du? Mein YouTube-Kanal war 6 Jahre, fast 5 Jahre nur so Beauty-Tussi. Ich habe Make-up über alles geliebt, nichts anderes. Und irgendwann war ich so satt. Bin so auf Pflege, Drogerie, Lifestyle, alles Mögliche gegangen. Aber ich finde, da findest du ja mittlerweile auch echt viel. Ja, na? Auf jeden Fall. Drogerie ist echt so, das lohnt sich. Ich habe hier den Love, the Original, den Bronzer. Den mochte ich auch sehr gerne damals. Ja. Den habe ich auch sehr gefeiert. Wobei ich sagen muss, mittlerweile benutze ich gar nicht mehr so viel Bronzer. Weil ich halt im Moment so viel Self-Tan drauf habe. Oh, benutzt du Selbstbräuner? Ja. Oh, ich habe immer Angst, dass ich das verkacke. Nein, ohne Witz, keine bezahlte Werbung. Ich habe es euch neulich schon in einem Video gesagt. Dieses Tan Rebel Spraygerät. Mhm. Schweineteuer, es ist das Beste, was es gibt. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen Bauer. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir Bräune draufsprühe, ich finde das so dumm. Also ich verurteile dich nicht, aber es ist für mich in meinem Kopf, dass es so wie Fake Lashes aufzukleben oder Fake Nägel. Ich finde es cool, aber ich denke mir so, hä, du klebst dir Nägel auf deine Nägel, du klebst dir Wimpern auf deine Wimpern. In meinem Kopf ist das irgendwie so... Gesehen mit einem schönen
gebräunten Teint mit langen Wimpern, Mm. langen Nägeln, kräftigen Nägeln. Und ich sehe halt, wenn ich nicht in der Sonne war, aus wie 3 Jahre im Keller gelebt. Hier bin ich sehr gespannt. Das ist eine Contouring-Palette von NYX, die 3 Steps to Sculpt-Palette. Noch nie benutzt. Özlem meinte, das ist der beste. Ja, für mich ist das die beste Contouring-Palette aus der Drogerie. Ich merke, dass ich mich anders schminke, weil ich einen Spiegel in der Hand halte, als wenn ich so einen vor mir habe. Ja. Also unbeholfen auf jeden Ja, Fall. total, ne? Weil man dann immer so guckt, wie passt das Licht, wie ist es. Den Bronzer kann ich auch empfehlen, den mag ich sehr, sehr gerne. Ist eine Top-Farbe, die auch wirklich zu sehr, sehr vielen passt. Ich muss aber sagen, bis jetzt gefällt mir die Base eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Also außer beim Concealer, da hätte ich viel, viel mehr der Kraft genommen. Aber so die Contouring-Palette ist extrem schön und auch in Kombination mit dem Catrice Bronzer. Oh ja, ein gutes altes Backup-Produkt. Oh, ich fand das so schade, dass sie aufgehört Aber haben. manche Sachen sind weiter, ne? Bei Smashbox, Smashbox, ja. ja. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Achso, ich habe hier irgendeinen Flüssigrouge von dir von. Rare Beauty. Ah, da haben mich so viele Follower gefragt, ob ich das teste, aber ich Ist hatte super. so. Außer die Foundation, die mag ich nicht. Die Originale, die neue weiß ich noch nicht. Also, Highlighter von Becca ist wirklich, wirklich gut. Ja, Opal-Highlighter, mein Favorit. Ich sehe aus wie ein Clown, siehst du das? Gar nicht. Du siehst total gut aus. Ich habe ein bisschen übertrieben. Nein. Das sieht in der Kamera, sieht das nicht so aus. Okay, dann bleibe ich ein bisschen rosig. Gar kein Problem. Nars Orgasm habe ich noch nie benutzt in der Farbe. Oh, obwohl das so ein. Old-time-Favorite, ne? Ja, und den kann man richtig schön als Rouge benutzen. Das ist. Ist ein Rouge, alles klar. Als Lidschatten, ne? Lidschatten, ja. Mache ich auch gleich mal so ein Der hat so einen bisschen. ganz schönen Rosé-Stich, der so leicht schimmert. Hammertoll. Gib mir den gleich hier so ein bisschen unter die Augen. Guck mal, ich gehe jetzt auch einfach in. Magst du hier den Highlighter am liebsten? Die Kontur und den Highlight, ich mische das immer so ein Das bisschen. hier von Charlotte Tilbury Ja. Filmstar Bronze Die and hält Glow. ewig. Ich habe die seit 3 Jahren und ich kriege die nicht leer. Ich benutze sie jeden Tag. Guck mal, und jetzt hat der Concealer sich ein bisschen in die Falten gefressen. Aber Digga, ich Aber gehe das ist, einfach glaube so ich. rüber und tschüss. Ich glaube, das ist nämlich halt der Unterschied, weil ich bake so viel, dass bei mir nichts in die Fältchen laufen kann. Krass. Bei mir läuft Bacon immer schief. Aber ich mach's, also ich mach höchstens hier so Wann hast du duschen. den benutzt? Oft. Also, ich Aber du doch habe. gar nicht, ne? Ach so, oh stimmt, ich habe dir zwei Primer reingetan. Ach so, Sorry, aber okay. nee, du musst ja nicht beide benutzen. So, der Catrice ist mein Favorit und Ja. der DK All-Nighter. Alles klar, ich hatte einen Job, pack die Kiste vernünftig. Ich hatte auch erst dein Augenbrauenprodukt. Er hat mir nämlich von Anastasia Beverly Hills das Brow Freeze gegeben. Hatte ich aber auch mit, deswegen dachte ich, das hier ist für mich so ein Drogerie-Ding, Ja, was. das ist Wo ich. solide. Wobei ich das meistens immer vor der Foundation mache, weil das dann so ein bisschen die Foundation zersetzt. Aber womit füllst du deine Augenbrauen aus? Also mittlerweile, wenn überhaupt, mit Lidschatten. Mit Lidschatten? Okay. Ja, das ich Also. meine jetzt erstmal so. Finde manchmal reicht es auch. Ich finde, meine Base ist so super glowy. Der Blush ist geil. Ja, der sieht hier richtig schön aus. Summer-Tan-Vibes. Ja, Lippen kann ich leider nichts benutzen. Die gieß, ich habe Herpes, Hammer anstrengend, mein Leben ist hart. Aber dafür kann Maxim Lippensachen Ich benutzen. mache Lippen und Islam hat mir sogar eine neue Farbe mitgebracht. Mein allerliebster Rotton, der perfekte Rotton aus der Drogerie. Das kenne ich noch nicht. Ich kenne nur das Rival Loves Me Dupe dazu. Ja, finde ich auch ganz gut, aber. Ich stehe halt im Moment total auf rote Lippen. Seitdem ich diese neuen Vinyl-Inks benutzt habe, liebe ich das. Fühle mich so richtig amateurhaft gerade, weil ich so ganz anders als sonst schminke, weil ich halt einen Spiegel halte. Ja, das ist für mich so fast das perfekte Rot. Das ist so der Ton, egal was ich Wichtiges habe, das habe ich immer drauf. Immer. Ja, warte, bis er getrocknet ist und dann kannst du an deinen, machst du diesen Lipgloss drauf und dann kannst du an deinen Lippen reiben, du hast kein Drama. Also sind es so wie diese NYX-Dinger? Ja, nur günstiger. Und ich mag halt hier, dass es ein Labello ist zum Fixieren. Bisschen konturieren aus Mundgesicht, das Ganze. Guck mal, wie ich verkackt habe. Guck mal hier, wo die Kontur ist. Guck mal hier. Was geht ab, Scheiße? Aber ich bin ja auch kein Profi, ich war auch nie ein Profi. Und manchmal schreiben mir Leute, du bist ja kein Make-up-Profi. Nein, bin ich auch Das sagt ja nicht. auch niemand, würde ich auch niemals über mich selber sagen. Ich bin einfach jemand, der gerne und gut erklärt, der in einfachen Worten erklären kann. Das ist so, egal welche wichtige Veranstaltung ich habe, egal was ist, Fernsehen, Radio, immer dieser Ja. Lippenstift. Klebt noch so ein bisschen, bis er antrocknet. Du siehst schon dirty aus mit roten Lippen. Ist ungewohnt Mir? bei dir, ne? Ja, weil ich trage sonst immer so beige, nude, meine Töne. Aber ich habe gestern dieses Video gedreht, was vor ein paar Wochen online ging, wo ich die
alle neuen Vinyl-Inks getestet habe und ich habe diese roten Lippen gesehen, dachte mir, das ist meine Lippenfarbe. Ich trage jetzt nicht so viel Lippenstift im Alltag, ne? Aber wenn dann so. Ja, doch, also es hat was auf jeden Fall. Ich habe auch deine Story gesehen und fand das so lustig mit so einem Ledermantel und roten Lippen und so. Ich denke so, alles klar, Digga, gib ihm. Ich nehme meine Mascara. Ich zeige euch aber, welche Özlem gerne benutzt. Das ist die neue von MAC, diese Stack-Mascara. Habe ich noch nie getestet. Ich dachte, ach so, ich dachte, den kann man hier bewegen, den Ball. Ach so, schade. Die neue, die habe ich noch nicht getestet. Vielleicht habt ihr sie ja schon getestet. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich benutze jetzt hier einfach eine von RAM Beauty. Cool, ich nehme jetzt auch einfach deinen Huda Beauty Rosa Kram und gehe hier unten entlang. Ah ja, stimmt, das machst du immer. Aber das kann ich nicht machen, weil ich habe Bart. Weil ich habe ein bisschen hier verkackt mit dem Contouring. Das hätte ich viel früher machen müssen. Weil mit Cream-Produkten über Pudersachen ist halt auch schwierig. Also wundert euch nicht, wenn ihr gerade denkt, ich habe gar keine Skills, aber ich bin ein bisschen nervös. Das ist unser zweites Video, was wir drehen. Plus, ich habe Spiegel in der Hand. Ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren. Meine Muskeln. Fettsack, deine Muskeln sind überanstrengend, weil du einen Spiegel trägst. Alles klar? Ich bin auch immer so, wenn mich jemand fragt, was ist dein liebstes Produkt bei bla bla bla, was empfiehlst du bei bla bla bla, was empfiehlst du bei Pickeln? Dann sag ich so, Digga, das kommt darauf an, was für ein Pickel du hast. Du hast 10 verschiedene Arten von Pickel, Ja. sag mir, was genau es für ein Pickel ist und dann habe ich ein Produkt für dich. Auch Mascara, will ich heute viel Länge, will ich viel Volumen, will ich einen richtig künstlichen Look? Also das macht schon viel für mich aus, Ist auch weißt total tagesformabhängig immer. Soll ich mir einen Eyeliner machen? Oh, wenn du dich das traust. Du Ja. musst bedenken, rote Lippen Eyeliner kann schnell schwierig werden, aber kann auch richtig gut klappen. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was Billiges. Ich liebe das. So rote Lippen, dicker schwarzer Eyeliner, Highlighter. Ich liebe diesen trashigen Look ein bisschen. Aber nur zart. Ich will nur einen ganz kleinen. Und für alle, die jetzt aus dem Özlem-Video erst hierher gekommen sind, so sieht der Eyeliner aus, wenn ich einen Spiegel habe. Den habe ich nämlich, Spoiler-Alarm, so dermaßen Verkackt. versaut. Ach, du tuscht erst Wimpern und dann machst du Fixing Spray? Ja. Krass, ich habe es auch ewig so gemacht, aber dann habe ich immer rumgeschmiert, deswegen mache ich es mittlerweile anders. Du nimmst einfach tatsächlich nur dieses Wasser. Das nehme ich als erstes, damit alles schön verschmilzt und danach nehme Ja, das ist ich. All-Nighter. Das All-Nighter ist für mich das beste Fixing Spray, was ich kenne. Habe ich bei meiner Hochzeit benutzt, überall. Ja, das, also sowas finde ich ist halt wirklich immer gut, aber waren da nicht Salmonellen drin? Es gab eine Charge, wo sowas war, aber dann haben die das gelöst, aber war natürlich unangenehm für die, ne? Das spritzt hier richtig ins Gesicht. Das ist dein Favoriten-Fixing-Spray? Ja. Was ist das für ein Sprühstoß? Alleine Das ist deswegen ein wär's bisschen durch. kaputt, aber das macht so ein schönes Finish und da musst du wedeln. Das ist ein Ventilator. Glaubst du, ich habe genug Sprühstoß? Okay, alles klar, Model nimmt noch mehr, ich nehme auch lieber mehr. Das reicht, genau. Und dann richtig, es muss schon so sein, dass du fast das Gefühl hast, dass es runterläuft. Und richtig schön mit dem Ventilator ran. Ich brauche auch so einen Ventilator. Ist super. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich too hot. Ich wusste, ich brauche Ventilator, weil ich so So, hot und das bin. reicht. Und dann zieht das so ein bisschen ein und dann ist das immer richtig schön glowy und frisch. Aber du hast halt das Problem, dass Das an es. manchen Stellen. Oh ja, das war zu viel. Bin so Ich muss aufgewacht. krabbeln. Kleiner Eyeliner, so ein bisschen. Ich liebe die Base, muss ich sagen. Schön Das ist sehr glowy. schön mit diesem Rosa vom Nars Rouge bei dir. Aber deine Haut sieht richtig feucht aus jetzt. Ja. Richtig nass. Ich merke das auch, also das Fixing Spray kann man echt sagen, man kann mit dem Sprühstoß leben, weil das ein sehr schöner Effekt. Oder man Aber fühlt sich das um. ich glaube, der Der Primer Primer ist ist der Baba. Shit. Ich glaube, das ist auch einer, den kannst du ungeschminkt nutzen und hast dann so einen Sieht glowy so Glass-Skin-Effekt. schön aus. Ich habe den jetzt seit einer Woche jeden Tag. Ich zeige euch hier mal eine Nahaufnahme von unseren Looks. Was fällt dir auf? Was hättest du anders gemacht, beispielsweise jetzt im fertigen Look bei dir? Ich glaube, also ich hätte auf jeden Fall den Flüssigkonturstift früher benutzt, weil ich habe ihn halt vom Timing her nicht so gut benutzt, muss ich sagen, weil alles gerade aufregend für mich. Und ich hätte, glaube ich, heute meine Augenbrauen vor der Foundation gemacht, weil da bin ich noch selber am Rumfummeln mit diesen Brow Freeze Sachen. Ja. Und Also ich finde, die Base sieht echt frisch aus bei dir. ja, das finde Also auch ich so um auch. die Nase sieht total natürlich aus, obwohl du halt eine Full Coverage Foundation hast. Ja. Ich bin begeistert von der Foundation. Der Concealer ist mir persönlich zu schwach. Habe ich aber auch gesehen am Ergebnis, was du meintest, Na? ja. Ansonsten Puder, fein, Highlighter und Blush, die Kombination ist richtig, richtig schön. Ihr seht das, ne? Das ist so ein. Ich finde, da lohnt sich der Preis auch für den Nars Orgasm Ja. Blush Rouge Kram Und dann Dings. auch noch mit diesem schimmernden Ja. Bronzer.
mega frisch. Und ich habe ja sehr viel Platz, wo ich Bronzer benutzen kann. Freunde, schön, dass du mit dabei warst. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ey, schreibt uns mal coole Videoideen fürs nächste Video in die Kommentare. Ja. Eure Ideen lesen wir. Alle eure Kommentare. Total. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Schaut jetzt unbedingt auf Özlems Kanal vorbei. Kommt dort rüber jetzt. Finden wir wirklich, wenn ihr uns sehen wollt, wie wir versagen, findet ihr dort alles. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns ganz bald hier wieder.